Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Den Hans Edition. Ja, wir sind immer noch bei der Feuerbeinbrücke. Kann ich den Rest da auch irgendwie aufdecken? Ja, kann ich. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Ja, wir machen halt, sobald wir... Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Sobald wir in die Ruinen reingegangen sind. Also bevor wir in die Ruinen reingehen. Lustig ist, die einzigen beiden, die noch nicht müde sind, sind Kit Gain und ich. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Ja. Oh. Hi. Seid gegrüßt, ihr Kleinen. Ihr seht aus wie erfahrene Reisende und einige von euch wie ausgezeichnete Kämpfer. Ich heiße Meilung und ich bin der fähigste Schwertkämpfer der Schwertküste. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Schließlich bin ich bekannt. Nein, noch nie von euch gehört. Wir werden jetzt weiterziehen. Wenn ihr so ein bekannter Schwertkämpfer seid, warum lauft ihr denn in der Wildnis umher und seid in nichts als Lumpen gekleidet? Hui, der beste Schwertkämpfer der ganzen Schwertküste. Es ist mir eine Ehre, einen so berühmten Mann kennenzulernen. Fangen wir mal die zwei, sind wir direkt. Wollt ihr mich nicht beleidigen? Das solltet ihr besser nicht tun, denn ihr werdet das Metall meiner Klinge zu spüren bekommen. Wenn ich mein Schwert erstmal gezogen habe, muss ich bei meiner Ehre die Klinge wetzen. Nun, warum zieht ihr dann nicht euer Schwert, damit wir sehen, wer der bessere Schwertkämpfer ist? Doch, ihr tut es. Ihr werdet es bereuen, an meinen Fähigkeiten gezweifelt zu haben. Tut mir furchtbar leid. Wie ihr, nur zu fragen, lasst sie uns ordentlich verderben. Genau, auf Ikonia losgehen. So viel zum besten Schwertkämpfer. Ist er sicherlich auch nur wegen den Handschuhen? Ein Langschwert plus 1, wer hätte es gedacht? Ja, wie ihr wünscht. Ja, Feuerweibbrücke. Und ganz ehrlich, von Angebern lassen wir uns nicht beeindrucken. Jedenfalls diese Gruppe nicht. Ich hätte nicht Brenoir als Namen wählen sollen. Normalerweise macht Brenoir das nicht. Solche Sachen. Aber egal. Das ist auf jeden Fall das erste und letzte Mal, dass ich einen bösen Charakter spiele. Das ist nämlich nicht nur, dass ich irgendwie Probleme damit habe. Ich finde es auch verdammt schwer, einen bösen Charakter zu spielen. Also man muss den bösen Charakter wirklich so spielen, dass man alles umbringt, um die Erfahrungspunkte zu kompensieren, die man durch Quests nicht kriegt. Es macht mich wahnsinnig, bitte, oh. Es macht mich wahnsinnig, oh, bitte macht das, dass es mit diesem Geschrei aufhört. Ah, bringt es zum Schweigen. Was ist denn? Was treibt euch zum Wahnsinn? Wenn ihr Hilfe braucht, werdet ihr euch beruhigen müssen. Er ist in meinem Kopf, es will nicht sein, es flüstert, seht euch dieses Gefäß an, jetzt seht es euch an. Wir sehen das Gefäß, nein, ihr seid verrückt, zu verrückt für uns, nehmt euer Gefäß und lasst uns in Ruhe. Keiner wird mir helfen, keiner wird mir helfen. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt gerade eine Quest, wie ich sagte, eine Quest versemmelt. Ihr braucht nur zu fragen. Ja.
Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Also ja, ich muss den wirklich so spielen, dass, weil er Barde ist, er halt eher zuvorkommend zu Frauen ist. Und sie nicht einfach als Verrückte verteufelt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ja, den Charakter authentisch zu spielen, ist halt wirklich nicht einfach. Ja. Erzählt uns, was vor sich geht. Mein Begleiter und ich, wir haben die Feuerbeinbrücke erforscht und wir fanden dieses Gefäß. Es machte sie alle verrückt. Sie hackten und sie zerstückelten und das Blut, so viel Blut, sie sind alle tot. Nur ich habe überlebt. Die Stimme, sie fordert mich auf, den Namen zu nennen. Sie verspricht mir eine große Belohnung, wenn ich den Namen nenne. Aber ich tue es nicht, ich tue es nicht. Was möchtet ihr, dass wir tun? Wie können wir euch helfen? Arme Kasa, keiner kann ihr helfen. Ihr könnt Kasa nicht helfen, ihr müsst laufen und zwar schnell. Bald schon wird Kasa nicht widerstehen können und bald schon wird sie den Namen nennen. Dann wird Blut fließen. Mein Blut, euer Blut. Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir so schnell von dieser Frau wegkommen. Na gut, Kasa, danke für alles. Viel Glück mit dem Gefäß. Gebt uns das Gefäß. Wir wissen, was wir damit zu tun haben. Nein, Kasa gibt das Gefäß nicht ab. Es gehört Kasa, nur ihr allein. Bleibt mir vom Leib. Bleibt mir vom Leib. Aber Kasa wird den Namen nennen und wir werden alle sterben. Gebt uns das Gefäß. Gebt es uns jetzt. Ihr nehmt Kasa das Gefäß nicht weg. Es ist meins, meins. Bleibt mir vom Leib. Oder ich nenne den Namen. Bleibt mir vom Leib. Wir nehmen euch das Gefäß so oder so ab. Nein, Karg. Oh, mächtiger Karg. Ich bin frei, endlich. Sterbe hier. Bevor ihr sterbt, müsst ihr Karg, den mächtigen Ogre Magus, zufriedenstellen. Euer Tod soll meine Macht stärken, denn im Moment bin ich schwach. Alles wegen des Lebens. Ich tu's. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Was ist denn diesmal? Tante Kansas bleibt zurück und gebt Acht. Au. Ich darf nicht fallen. Sagt an. Verletzt ist er schon mal. Obwohl er noch Spiegelbilder hat. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, dieser blöde Ogre Markus, auf den habe ich total vergessen. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Noch ein Wauwau. Toter Wauwau. Jael Kalles? Ja? Wie ihr wünscht. Oh, Zombies. Lasst uns ordentlich verdreschen. Und Skelette. Wie kann ich es wie ihr wünscht? Sänger der Nacht. Oh, sie will uns da somatisch Untote vertreiben. Wo ihr braucht, nur zu fragen.
Warum denn ich? Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. So, jetzt fehlt nur noch sie. Gebt uns das Gefäß. Leitet das Gefäß. Wir sehen uns das später, aber höchstwahrscheinlich nie, okay? Zaubern ist nicht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Rasten wir mal hier. Ach du, meine Güte. Das war kein Schmerz. Aha, bleib zurück und nehmt an. Nicht hier. Worum geht es dir? Ja? Weil das Skelett ist zurückgekommen. Zombies sind überall. Was ist es diesmal? Du da oben nervst mich. Wie kann ich helfen? So. Wie ihr wünscht. Nochmal ein Quicksave. Darf ich jetzt in Ruhe rasten? Ja. Jael Kales? Haben wir wenigstens wieder Zauber. Gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann begegnen wir jetzt nochmal mit ein bisschen Stärkung. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Quicksave machen, sicher ist sicher. Was für ein Gefäß? Gebt uns das Gefäß. Gebt uns das Gefäß. Gebt uns das Gefäß. So. Dann sprechen wir noch den Zauber. Ihr braucht nur zu fragen. Sagt an. Es soll weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Das Problem ist, dass er eigentlich ein Schutzschild hat, das wir erst runterballern müssen. Schützt sie mich vor der Rache der Spinnenkönigin. Was ist jetzt, rette ich die Lage? Leute. Verletzt ist er schon mal. Wie kann ich helfen? Dann machen wir gerade weiter. Okay, jetzt müssen wir ihn langsam mal heilen. Oder auch nicht, weil er tot ist. Es ist halt doof, wir haben noch keine Hast. Worum geht es diesmal? Wieso darf er das mal machen? Sagt an. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gefäß. Wie können wir uns helfen? Können wir euch helfen? Gebt uns das Gefäß, gebt uns das Gefäß. Was ist es diesmal? Wie ihr wünscht. Geläutet? Okay, durch Vikonia durch.
Ihr habt keinen Bock zu reden. Es soll noch weit ausfallen. Gebt mir Kraft. Aha. Ich höre zu. Fürs Erste. Kann Thor die Aura der Verzweiflung gegen ihn benutzen?